richtigen Leben bin ich die Christine, bin Fremdenführerin, bin Reiseleiterin vom Beruf und ich führe schon 25 Jahre in der Stadt und da gibt es einfach viel zu entdecken, von der Altstadt in Krems, die Kaufmannstadt, das barocke Ensemble. Aber ich muss jetzt ehrlich sagen, ich als Starner, mein Herz schlägt für Stein. Hört ihr Leute, lasst euch sagen, unsere Uhr hat kurz nach 8 geschlagen. Gebt gut Acht auf Feuer und Licht, dass in der Stadt kein Schaden ausbricht. Und wer aufgepasst hat, der hat gehört, gebt gut Acht auf Feuer und Licht, dass in der Stadt kein Schaden ausbricht. Es geht um die Gefahr des Feuers. Das ist mein Berufsstand. Ich bin eigentlich ein richtiger Feuerwehrmann. Übrigens ein zu spät kommender. Vielleicht der Erich, der Spuse gehabt hat draußen. Weiß man? Kann auch eine andere Ausrede sein. Hat vielleicht zu nächtlicher Stunde noch angepocht und gebeten um Einlass. Ja? Und daher kommt, er hat es vorher nämlich schon gesagt, die berühmte Torschlusspanik. Am Abend wurden die Nachttore hier geschlossen, die Stadtmauer, ja? Und ehrbare Leute sind um diese Stunde schon nach Hause gegangen und haben sich nicht mehr herumgetrieben. So, also dieser Platz ist sehr bekannt, da geht man ganz gern durch, auch oft einmal vom Friedhof runtergeht, ja. Kein braver Mann geht nächtens aus, wenn Frau und Kinder warten zu Hause. Ein kleines nochmal, dann ins Bett und früh raus zur Arbeit. So war er recht. Die Stundenrufe konnten auch ein bisschen witzig sein. Aber ich sag's jetzt ehrlich, da gibt's eine interessante Geschichte, die erzähle ich immer bei meinen Nachtwächterführungen, weil dann versteht man diese Stundenrufe. Und das war der Stadtgraben bis hinauf und bis hinunter zum Zug. Ja? Und in den Häusern ist immer wieder ein bisschen ein Stadtverbund. Wir kommen auf einen Kilometer. Weil vom Linzer Tor, also Linzer Tor bis zum Kremser Tor, ist es auch ein Kilometer. Das ist wohl einer der romantischen Platzeln hier von Stein, gell, der Blick hier zum Frauenberg, das Rebentor. Und da sieht man sehr schön, da gab es zwei Einfahrten. Interessanterweise weiß man, es gab noch ein drittes Tor, das ist inwendig beim Heiderhaus. Da gibt es ja immer ein bisschen diese Streitfrage, wer war früher, die Kremser oder die Steiner. Also eins muss ich sagen, das verlieren wir, das Spiel. Dokumentiert ist eindeutig Krems früher. Das ist ein wunderschöner Platz hier. Das ist wirklich auch einer meiner Lieblingsplätze hier. Man sieht hier oben, das ist jetzt der Balkon vom Türmer. Der Herr Strasser ist ja viel früher gestorben. An den kann ich mich nicht mehr erinnern. Und als Kind, ich war schon dann oben des Öfteren. Früher ist das noch einfacher gegangen. Heute ist der Turm nicht zugänglich. Ich hoffe, dass es irgendwann wieder mehr möglich ist. So. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe euch nicht überstrapaziert. Und ich gebe das Wort an den Gruppenleiter. Danke.